Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen, speziell BWL und Jura, und möchte mich in diesem Video mal dem Begriff EBIT widmen. Ich schreibe das mal aus ganz bestimmten Gründen so hierhin, von oben nach unten. Das ist ein Begriff, der gehört in die Bilanzanalyse und ist einfach eine Abkürzung. Man nennt das ein Akronym, wenn man Anfangsbuchstaben zusammenzieht zu einem neuen Wort. E steht für Earnings. Also sagen wir mal die Erträge des Unternehmens. B steht für Before. I steht für Interest. Und T steht für Taxes. Mit anderen Worten, es handelt sich um die Erträge, ehe Zinsen, Interest gleich Zinsen, und Taxes gleich Steuern abgezogen worden. Und was ist der Sinn, diese Zahl zu ermitteln? Nun, Zinsen und Steuern sind in Europa und weltweit je nach Land sehr unterschiedlich. Hier kommen sehr viele, bei diesen beiden Dingen kommen nationale Einflüsse ins Spiel. Nationale Einflüsse. Spezielle Steuerpolitik zum Beispiel des speziellen Landes. Und wenn man die Erträge hat, ehe diese Dinge abgezogen werden, dann hat man, und das ist der Sinn des Ganzen, eine bessere internationale Vergleichbarkeit, weil einfach die länderspezifischen Einflüsse rausgerechnet sind. Das ist alles. Wenn Sie leichteres und schnelleres Lernen interessiert, speziell BWL, Jura, aber auch Prüfungen leichter bestehen und solche Themen, schauen Sie mal spaßlerndenk-shop.de. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.